Hi und herzlich willkommen beim Wedding Weekend mit dem Snackpaten. Wie es unschwer zu erkennen ist, sind wir bei uns hier im Lager. Unser Lager wird immer größer, immer voller, immer praller. Genau, heute reden wir einfach mal um das Thema Umsätze. Ich nehme euch mal mit auf die Reise mal wieder mit uns. Und dann befüllen wir die Automaten und erzählen ein bisschen was über den neuen Automat an der Waschstraße. Wie macht er sich? Was für Umsätze haben wir da? Automate, die mittlerweile schon bezahlt sind, ne, durch den Umsatz und den Gewinn, den sie gemacht haben und alles, was dazugehört. Jetzt füllen wir einfach mal die ganzen Boxen auf. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir hier überall für jeden Automaten solche Kühlboxen haben. Haben mittlerweile auch ein temperaturgeführtes Fahrzeug. Da können wir einstellen zwischen 7 und 25 Grad im Laderaum. Gerade im Sommer ist es wichtig. Eigentlich nicht nur im Sommer, im Winter auch, weil der kann ja dann auch heizen, sage ich mal, auf diese 15 Grad. Wir haben 15 Grad eingestellt. Und dann tut er runterkühlen im Sommer auf 15 Grad und im Winter hoch auf 15 Grad. Es hat ja Vorteile, einfach, dass wir nicht komplett warme, heiße Getränke in den Automaten reinstellen. Da muss er direkt hier voll runterkühlen, weil das ganze Ding sich erwärmt. Und im Winter, dass die nicht zu kalt sind, damit der Automat nicht gleich anspringt mit der Heizung. Das hat schon einige Vorteile. Wenn man das dagegen rechnet, hat sich das Auto fast von alleine amortisiert mit der Zeit. Wir hatten ja im letzten Video unser Frühlingsfest, habt ihr ja gesehen. Das war ein totaler Erfolg. Einmal, weil wir eine Menge Umsatz draus gemacht haben natürlich, aber noch wichtiger, die Menschen, die von uns noch nichts wussten vorher in der Stadt, die wissen jetzt alle Bescheid und seitdem hat sich unser Umsatz schon fast verdoppelt und das täglich. Ja, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Werbung war cool, viele Leute haben auch unser Merchandise T-Shirts bestellt, ne, und tragen das jetzt in der Stadt, die werden schon angesprochen, seid ihr Mitarbeiter vom Snackpaten, ne, habe ich auch in Instagram mal ein Bild gepostet. Was natürlich am besten ging, war natürlich wieder die Takis, die Blue Heats zum Beispiel, da war man komplett ausverkauft, Familienpackung komplett ausverkauft, Gurken gingen ohne Ende, also immer noch die Topseller wie vorher und natürlich da hinten, die sieht man nicht gut, die Vape-Ecke natürlich, ne? Wir haben, glaube ich, an die 800 Vapes verkauft, ne, plus dann noch ein bisschen Spirituosen und so weiter und so fort. Genau. Leider bei Blue Heats haben wir ja das Problem, alle zusammen, wir verkaufen die für 6 Euro. Einkauf ist natürlich sehr teuer für so einen Blue Heat Taki, ne, oder Takis. Aber da gibt es ja auch Influencer und die geben ein paar Preise vor. Und wenn man da viel drüber geht oder andere Preise nimmt, dann kriegt man ja dauerhaft die Nachrichten, warum ist es bei dem günstiger bei dem und bei dir so teuer, ne? Deswegen müssen wir die 6 Euro annehmen, auch wenn sie für 7, 8 Euro normalerweise in den Automaten gehören. Ne? Ihr habt ja vielleicht gesehen, ein Influencer natürlich ist auch der René Schmock. Ne? Davon habt ihr bestimmt schon gehört oder gesehen in TikTok. Wenn nicht, habt ihr jetzt den Namen gehört. Es ist ja auch, er hat ja auch eine Snackpaten Edition bestellt. Wir haben auch sehr viel Kontakt. Er wollte uns auch erwähnen in Videos, gell René? Er wollte uns in den Videos auch mal erwähnen, weil wir sehr viel Unterstützung auch geboten haben am Anfang. Wir haben zusammen das Ding dann aufgebaut, eingestellt und so weiter und so fort. In Instagram-Story, muss ich zugeben, hat er uns erwähnt, hat uns auch ein paar Follower gebracht. Wir hätten uns das natürlich auch gewünscht, dass er mal über uns redet, über den Snackbaden in TikTok, weil da wollen wir unsere Community natürlich vergrößern. Der Vorteil von einer größeren Community, natürlich ganz klar, wir kriegen viel bessere Deals und größere Deals mit namhaften Unternehmen und Firmen für die komplette Community. Ja. Ein Deal haben wir ja hingekriegt wieder, was Neues, nicht nur das Thema Gero, wo wir alle viel günstiger einkaufen können und dann direkt mit der Spedition vor die Haustür gebracht wird, versandkostenfrei natürlich, ab 1000 Euro. Nein, wir haben auch Scoopa Energy, wenn das jemand kennt, richtig genial. Im Discord ist natürlich dann wieder dieses Bestellformular, Codewort wie immer Snackparte, man kriegt 5% Rabatt direkt auf jede Dose. Normalerweise gibt es ja, glaube ich, 5 oder 10% ab 1000 Dosen erst. Na, jetzt kriegt man es ab der ersten Dose, plus man kriegt dann noch etwas Promoware zugeschickt. Das kann man dann schön an so einen Red Bull, wo haben wir das? Kann man, unsere Lieferung ist unterwegs, sonst will ich auch zeigen, wie es aussieht. Richtig modernes News. Kann man dann an Red Bull dranhaften und wenn jemand Red Bull kauft, dann kann er das mal testen und sich somit dann Stammkunden auch generieren zum Thema Scoopa Energy. Dann haben die einen Shopfinder, das heißt, eure Automaten werden auf den ihrer Seite dann gelistet und ihr macht dafür Werbung, kostenfreie Werbung, richtig genial.
Und noch hier eine Menge Vorteile im Endeffekt. Ne? Anmeldeformular und alles drum dran, wie immer im Discord. Das verlinke ich hier unten im Linktree bei uns. So, jetzt lassen wir mal die Pickliste raus und füllen mal die Ware. Gerade wenn ihr euch auf dieses Geschäft einlasst, ne, dann müsst ihr einfach so Trendsetter-Produkte mit anbieten. Ihr müsst auch Sachen drin haben, die kein anderer hat, wo es nicht einfach so im Kiosk gibt. Deswegen Takis Blue Heat zum Beispiel, Takis Familienpackung, kleine Takis. Da haben wir hier was Tolles, hier Red Bull Beach. Wir hatten da 5 Paletten, innerhalb von kurzer Zeit noch 3 Dosen da. Aber schon bestellt, die kommen jetzt nach. Ein sehr geniales Produkt, was wir jetzt von Mike bekommen haben. Wer den Kontakt will von Mike, ist unser Großhändler für amerikanische Produkte und zum Beispiel so außergewöhnliche Sachen wie hier. Zack, oh geez, sieht sehr verdächtig aus. Einfach interessant, Puffreis mit Schokoüberzug. Ist aber total cool eingepackt und ja, Achtung Verwechslungsgefahr. Da unten steht auch, relax is just chocolate. Ne, gerade wenn die Beamten vorbeikommen, dann wisst ihr jetzt auch Bescheid. Ne? Und genauso geht es weiter, das Thema Bulldog. Schöne Packungen, zum Beispiel hier Doritos, ne? Die muss man einfach im Automaten haben. Deswegen versuche ich immer wieder in jedem Video irgendwelche Produkte noch zu erwähnen, die gerade so richtig Trendsetter-mäßig unterwegs sind und die man auch verkaufen sollte. Da hat man ja sehr großen Spielraum, was den Preis betrifft, weil es ja kein anderer in der Nähe anbietet. Jetzt schaut mal das an. Sieht das nicht cool aus? Die warten hier. Wie bei der Bundeswehr. Zur Auslieferung bereit, ab geht's. Im Endeffekt musst du ja nur wissen, wie du dir die Arbeit erleichtern kannst. Ne? Ein bisschen Organisation, ne? Ein bisschen auch natürlich Geldinvestment und dann funktioniert das Geschäft ganz einfach. Wir fahren jetzt los, wir werden zu den ersten Automaten fahren, am besten zu dem am Clean Park und dann reden wir mal über seine Umsätze, wie er gestartet hat, wie das war mit der ganzen Verankerung und in dieser neue Diebstahlschutzsicherung und so weiter und so fort. Wir sind schon gleich an dem Automaten, aber vorher wollte ich euch noch was zeigen. Na, also ich bin ja, oder wir sind schon Unternehmer, seitdem wir denken können im Endeffekt. Na, und jetzt stehen wir gerade hier an einem Projekt, was ich vor Jahren hatte. Ich habe es gerade gesehen, das Schild steht noch da. Seht ihr das da oben? Club No Limit. Ich war auch in der Nachtbranche, sage ich mal, Diskothekenbranche unterwegs, Gastronomie. Wir hatten auch eine Cocktailbar schon, ne? Bester Name, es war eine schöne Zeit. Aber wenn mich einer fragt, lohnt sich das überhaupt mit den Automaten, dann muss ich sagen, mit diesem Aufwand und mit dem jetzigen Aufwand und diese Umsätze und Gewinne einzufahren, ne? Dann bevorzuge ich auf jeden Fall das Automatenbusiness. Nur mal so kurz am Rande. Also wir haben schon mehrere Sachen gemacht, wie nur das Automatengeschäft. Hier bei dem Thema war es halt so, Thema Brandschutz. 300.000 waren es mir nicht wert zu investieren, damit es hier weitergehen kann. Und deswegen kann ich davon erzählen, was es heißt, Unternehmer zu sein. Ich kann davon erzählen, das Thema Steuern. Ich kann davon erzählen, wie viel Zeit man investiert. Und natürlich, wie man das hier Faktor 10 hochskalieren kann, das ganze Thema. Und da sind wir auch schon. Ich muss jetzt kurz warten. Da ist noch Kundschaft am Automaten. Da kann ich noch nicht direkt dran. Ja, aber da können wir ja ein bisschen drüber reden zum Thema Standortsuche. Ich gehe immer so vor, zum Beispiel, ich gucke, wo tanke ich mein Auto immer. Dann rede ich zum Beispiel mit dem Tankstellenwart. Hey, wie sieht's aus? Was hast du noch in der Stadt für Standorte, die für mich interessant, lukrativ wären? Und so sind wir auf diesen Standort hier gekommen. Das gehört auch der Tankstelle. Ja, und die haben hier einen Waschpark. Also haben wir da den Auto und den Platz gefunden. Ne? Eine andere Sache ist, was ist zum Beispiel der Döner deines Vertrauens? Red doch mit ihm. Viele haben ja Immobilien, wo das vielleicht sehr interessant wird. Dann geht es ja weiter. Wo verlierst du dein Auto? Wo lässt du dein Auto reparieren? Wo tust du immer die Scheibe tauschen? Und. Also es gibt so viele Möglichkeiten, einen Standort zu finden. Das ist gar nicht so schwer, wie manche sich wirklich anstellen. Und danach noch das Thema zu den Hohenloher Verkaufsautomaten. Ganz oft kriegen wir gerade die Nachricht, ja, Lieferzeiten können nicht versprochen werden, werden nicht eingehalten, werden verschoben. Das liegt nicht an den Hohenloher Verkaufsautomaten, sondern das ist wirklich bei jedem im Endeffekt so. Ne? Also es gibt, egal welchen Hersteller, der hat momentan Lieferschwierigkeiten, da liegt es ja gar nicht unbedingt an den Automaten, die nicht geliefert werden oder zu wenig bestellt bei Sandvendo und, was man so alles liest. Es liegt ja eher an dem Chip-Problem.
Es gibt Probleme, Scheinleser werden nicht geliefert, Münzwechsler werden nicht geliefert, Terminals, EC-Kartenterminals werden nicht geliefert. Daran hapert es momentan und das kann man ja in allen Branchen durchweg natürlich sehen, nicht nur im Automaten-Business. Ne? Also bitte ich jeden um Geduld. Es gibt natürlich welche, die versprechen, dir in 2-3 Wochen zu liefern. Manche haben schon Erfahrungen mit denen gemacht, die mich anschreiben. Da gibt es halt keinerlei Support, keiner hilft dir. Sachen sind defekt, wurden halt Teile verbaut, die sie noch irgendwo vom Markt kaufen konnten. Also glaub mir, schnelle Lieferung ist nicht alles. Ihr braucht trotzdem ein bisschen Unterstützung, auch beim Anfang. Zwar auch mit unserer Hilfe, aber dennoch muss der Händler auch viel dazu beitragen, dass dein Automat auch läuft. Das ist einfach ein genialer Standort hier an der Herrn-Wasch-Straße Clean Park in Moosbach. Vielen Dank nochmal an den Betreiber. Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall für alle den Deal. Wir haben den Automaten extra so weit rechts gestellt. Und das Kabel, das sieht natürlich ein bisschen ja, nicht so professionell aus, weil wir erst mal sehen wollen, ob das funktioniert. Aber ich kann sagen, der hat jetzt über 1000 Euro Umsatz gemacht in der ersten Woche. Ja, und davon stand er beim ersten Tag nur 2-3 Stunden. Da waren wir abends erst fertig, habt ihr vielleicht gesehen. Ja, und nebendran haben wir noch genug Platz für die nächsten Automate. Da haben wir was in Planung, das verraten wir noch nicht. Das wird was ganz Interessantes, ne, gibt es auch nicht so oft wie diese billigen Pizza-Automaten, wo halt nach Plastik schmecken. Dann, manche sind gut, muss ich ganz klar sagen, aber nicht alle schmecken. Ne? Deswegen haben wir den auch so weit rüber verbaut. Was wir genommen haben, habt ihr gesehen, extra die Diebstahl-Schutzplatte. Ne, da kann man an dem Ding wackeln, wie man will. Wie ein Verrückter. Der wackelt ein bisschen, aber der ist so fest und die Muttern unten sind so verkantet. Ne, da gibt es extra eine spezielle Lösung. Vertreibt momentan auch die Hohenlohe-Verkaufsautomaten. Und hier haben wir ja diesen Zusatzschloss, ne, mit Rielder-Schlüssel verbaut. Da hat man einen Schlüssel komplett für alles. Egal ob für Schloss, für das normale Schloss, alles mit Rielder-Schlüssel. Er ist wirklich ein, ja, ist extra von Rielder auch gemacht. 223, wo der produziert, steht extra drauf. Das ist einfach was, wo man nicht so einfach mehr aufkriegt. Ne? Was toll ist, natürlich gegenüber haben wir auch Kameras und hier soll eine Kamera herkommen von, sag ich mal, von dem Vermieter. Genauso wie an der Lackiererei bei Howard, da kommt jetzt bald auch eine Kamera hin. Der Vermieter hat gemeint, okay, er will da eine Kamera hinbauen, um zu gucken, was da so alles passiert. Ich zahle das Ganze natürlich auch, aber sie geben uns dann den WLAN und dann funktioniert das Ganze, dann hört es auch da auf, die ganze Zeit mit dem Mülleimer auskippen und so. Das nervt ja schon mittlerweile, dass man jetzt mal den Müller aufsammeln muss. Ne? Auf jeden Fall Umsatzgranate mal wieder. Ne? Jeder Standort nach der Reihe nach steigt vom Umsatz. Das ist einfach extrem. Was ich noch erwähnen kann, wir haben vom Umsatz und vom Gewinn so viel jetzt in den letzten 2 Monaten gehabt, dass wir einen Automaten komplett abbezahlt haben. Um nochmal kurz auf den Pizza-Automaten zurückzukommen natürlich. Also ich meine das nicht böse, die Idee ist genial. Ja, es geht mir eher darum, bevor jemand sich wieder beleidigt fühlt, mir geht es eher darum, dass die Betreiber, die Operator der Pizza-Automaten meistens so billig Pizzen kaufen für 1-2 Euro und dafür dann 10-11 Euro verlangen im Automaten, ne, mit einer schlechten Qualität. Die Gewinnspanne ist ja relativ hoch, deswegen kauft doch verdammt nochmal 3-4 Euro Pizzen ein, die auch wirklich schmecken und wo dann wieder Käufer auch wieder da sind und nicht nur einmal probiert und dann weg. Ne? Also, nichts gegen Pizza-Automaten, sind genial, nur die Operator sollen auch wirklich Geld investieren und auch leckere Qualität auch bieten. Ne? Das machen wir ja auch mit unseren Automaten. Kurz vorher aber gucke ich immer hier rum, wenn ich reinlaufe. Ne? Wenn ihr guckt auf den Boden, seht ihr das? Da sind ein paar Fitzelchen, ganz wenig. Der Automat da hinten ist auch wieder neu. Ne? Da gibt es solche Squashies unten für 1 Euro, oben für 2 Euro. Das, was sich die Kinder immer wünschen. Ne, man sieht auch hier ganz schön, die Plüschtiere haben abgenommen, das heißt, es wurde mal wieder gespielt. Genauso wie beim Spielzeug, wir machen ja immer voll bis hier zur Kante, vielleicht sieht man das, bis hier zur Kante. Und da sieht man, dass ganz viele Spielsachen fehlen. Hier ist es total sauber, in einem Kiosk, 24 Stunden, kein Personal. Die Leute sind anständig, sind dankbar, dass sie sowas haben. Ne, dafür danken wir jedes Mal den Leuten, dass sie wirklich, außer diese Körnerfresser, ich nenne sie so, mein Schatzi, die Körnerfresser, die machen uns das Leben schwer, die machen uns das Leben zur Hölle. Wir müssen jedes Mal da kehren, weil die überall diese Körner überall hinschmeißen. Bitte unterlasst das. Geht gegenüber zur Bank, weil da macht nämlich die Stadt sauber. Hier müssen wir sauber machen. Also denkt immer dran, wenn ihr einen Korn auf den Boden wirft. Okay, legen wir los. Wichtig ist, macht es euch einfach zur Routine, zu einem Reflex. Im Endeffekt, wenn ihr hier den Automaten aufschiebt, ne? Das Erste, was ich mache, ist natürlich gucken, Telemetrie leuchtet, okay, gibt die Meldung weiter, die funktioniert, Automat wurde geöffnet. Dann hier an der Rutsche einfach mal dran wackeln, zack, 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 zack,
okay, kein Geld hängen geblieben. So umgeht ihr den Münzstau zum Beispiel. Wir machen einmal hier beim Münster, machen wir hier die Klappe auf. Seht ihr das? So, einmal die Klappe auf. Einmal mal reingucken. Dann kann man hier nämlich die Klappe noch aufmachen beim Münster. Dann kann man nämlich sehen, ist da irgendwo ein Münzstau. Seht ihr das? Nirgends einen Münzstau. Man könnte theoretisch auch jedes Mal hier noch die ganze Kasse mit rausnehmen. Aber wenn da schon nichts ist und hier nichts ist und da gewackelt, dann, voilà, dann ist es einfach so, dass ihr keinen Münzstau habt. Wenn ihr Münzstau hättet, habt ihr das Problem, der Kunde schmeißt hier das Geld rein, das rutscht hier runter, bleibt irgendwo hängen, der Automat zählt das nicht und schon wird geredet, der Automat schluckt Geld. Das heißt, macht es jedes Mal, wenn ihr die Telemetrie, den Automaten aufmacht, na, dann einmal hier auf der Telemetrie den I-Knopf drücken, zack, Cashflow-Bericht wurde erstellt. Das Geld, was ich jetzt aus dem Scheinleser mitnehme, aus den Münzen, habe ich direkt einen Cashflow-Bericht, kann ich ins Kassenbuch eintragen und schon ist auch das Finanzamt und wir alle glücklich. Genau, dann natürlich, wenn ihr die Tür aufschiebt, dann drehen sich ab und zu welche Spiralen nach. Es liegt einfach daran, dass die Spiralen falsch eingestellt sind. Tag ist schon wieder leer, keine Lieferung. Ne, liegt daran, dass die Spirale nicht richtig eingestellt ist, dann fliegt ein Produkt runter, nicht erschrecken, es hat nicht ein Kunde vergessen, sondern die Spirale muss neu justiert eingestellt werden, damit das Produkt nicht mehr hängen bleibt und direkt rausfällt. Weiter im Text, Kundschaft ist weg. Ne, hier seht ihr grelle Produkte, seht ihr das hier? Richtig grell, rosa, Mauam, Kracher. Ja, es ist immer wichtig, dass man halt verschiedene Produkte, mehr Produkte auf Lager hat, wie überhaupt in den Automat reinpassen. 1-2 Ausweichprodukte braucht man gerade bei Lieferschwierigkeiten. Wir haben jetzt das Thema, die Takis wurden so schnell verkauft, dass wir gar nicht so schnell reagieren und handeln konnten. Die werden erst am Montagabend geliefert und dafür haben wir natürlich immer solche Produkte, wo wir dann ersatzweise reinstecken. Ne? Alles, was grell ist, funktioniert. Alles, was sauer ist, funktioniert. Alles, was scharf ist, funktioniert. Ne? Wo nicht auf deutsche Aufschrift vorne drauf ist, Bulldog zum Beispiel, Yam Yam Sam Yam, wie die auch heißen. Ja, funktioniert hier, wo die Augen rausfliegen, sieht man das? Augen rausfliegen, richtig sauer. So Sachen funktionieren einfach im Automaten. Das heißt, ihr braucht einmal die normale Produktpalette. Mars, Snickers, Bueno, vielleicht Bounty, Twix und so weiter. Und ihr braucht diese außergewöhnlichen Produkte, die ich vorhin auch angesprochen habe. Ne? Ganz wichtig, weil sonst wäre die Spirale jetzt leer. Wir würden einfach Platz verlieren, Geld verlieren. So haben wir wenigstens noch die Chance, dass jemand da was kauft. Und dafür die Ausweichprodukte. Ne, haben wir auch zum Beispiel jetzt von Gero. Richtig total tolle Kioskabteilung mit Kioskgröße für den Automaten. Ne. Der Willem, der kann euch da beraten von Gero. Wie gesagt, im Discord ist auch da die Anleitung, wie man sich anmeldet. Und Snackpartner-Rabatt auch ergaunert, ergattert. Es ist einfach was Tolles, den Unterschied auch zu sehen zwischen so einem Kiosk komplett oder Autoautomaten. Ne? Was da der Unterschied ist an Zeitaufwand, was da der Unterschied ist an Geldeinsatz, an Mehrwert, an Geld, was natürlich zurückkommt aus Dankbarkeit und Flexibilität. Ne? Und natürlich die Standorte, weil so ein Standort, ein Autoautomat hätte man nie in die Innenstadt stellen können. Ein Kiosk hingegen darf man zum Beispiel. Ne? Also wenn ich so einen Standort will, muss ich einen Kiosk aufmachen. Jetzt fahren wir zum nächsten Auto nach Alfeld, dann nach Auerbach, dann nach Buchingskrankenhaus und dann sind wir schon durch. Und nur mal so erwähnt, natürlich will ich Menschen motivieren, auch dieses System zu beginnen, damit anzufangen, so einfach Geld zu verdienen. Aber lasst euch nicht täuschen von den ganzen Influencern, Videodreher, wo euch mit den Umsätzen blenden. Ihr habt natürlich auch ein Risiko. Ihr müsst in Vorkasse gehen mit dem Automaten oder finanzieren. Ihr müsst in Vorkasse gehen mit Produkten. Ihr habt Versicherungen zu zahlen, Steuern, Steuerberater, vielleicht irgendwann auch Mitarbeiter. Ne? Also ich erzähle zwar die Vorteile, aber ich erzähle natürlich auch die Nachteile. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ihr müsst vorher auch Geld investieren in Fortbildung. Ihr müsst euch auch ein bisschen steuerlich ein paar Sachen aneignen, Unternehmertum, Einstellung. Da gehört einiges dazu, nicht nur einen Automaten zu kaufen, weil dann fängt es schon an. Ich habe Angst, mit Menschen zu reden. Wenn du Angst hast, mit Menschen zu reden, wirst du auch keinen Standort finden. Du musst ja auf Menschen zugehen, du musst in Geschäfte reinlaufen oder Privatpersonen, wenn du keine Kontakte hast, und dir einen Standort sichern. Ne? Danach kommt jetzt das nächste Thema. Du brauchst ja für die steuerliche Erfassung, da brauchst du einen Steuerberater, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Da kommen schon wieder Kosten auf dich zu. Ne? Natürlich kriegen wir Provisionen, auch wenn ihr euch für unseren Hohenloher Verkaufsautomaten Partner entscheidet und einen Snack Partner Edition da kauft, kriegen wir einen kleinen Bruchteil an Provisionen, das ist klar. Ne? Und irgendwie muss es ja auch finanziert werden, das Ganze, was wir machen. Nicht nur durch Snackautomat,
Daten, sondern für die ganze Werbung, die wir auch wirklich für jedermann betreiben. So, deshalb, lasst euch nicht blenden, ganz wichtig, ne? Und macht euch Gedanken, macht euch einen Plan, bucht zum Beispiel das Coaching, das kostet auch Geld, ne? Das Coaching, da investiert man auch Geld, aber dann hat man Wissen aus der ersten Hand, wir haben uns alles selber angeeignet, aber nicht jeder ist dazu in der Lage. Ich sage jetzt nicht, dass wir schlauer sind wie andere, aber wir hatten schon vorher Unternehmen, da haben wir schon viel Geld investiert und haben uns ja schon informiert, das ist ja für uns nichts Neues, nur dass es hier zum Automaten geht und nicht um Wodkaflaschen, zum Beispiel beim Club, ne? Oder bei Cocktails oder. Ne? Also, lasst euch nicht beirren, lasst euch nicht täuschen, macht euch Gedanken, macht euch einen Plan, erstellt euch eine Konfigurationsliste, was wird das Ganze kosten, was für Produkte mache ich rein, passen überhaupt die Spiralen, weil manche bieten ihre Editions an. Wenn ich die sehe, dann könnte ich gerade durchdrehen. Da verliert man erstmal so viel Platz im Automaten, da geht so viel Umsatz flöten. Da verstehe ich auch, warum manche von ihrem Umsatz reden und wundere mich auch manchmal, warum so wenig Umsatz. Ja, das liegt daran, weil sie einfach weniger Produkte im Automaten haben. Vielleicht ist der Automat dann 200 Euro günstiger, aber die 200 Euro, die verlierst du in der ersten Woche, weil dir die Plätze fehlen für die Produkte, die zum Beispiel bei uns mehr drin sind. Ja, das Ganze ist durchdacht, das ist ein Konzept, das macht wirklich Sinn. Lass mich nicht einfach blenden, okay? So, jetzt sind wir gleich in Ahlfeld und dann füllen wir auf. Das wollte ich unbedingt erwähnen. Nicht, dass ihr denkt, dass jeder einfach dieses Geschäft kann, weil ich werde oft angesprochen, wenn es so einfach ist, wird das jeder machen. Es will jeder machen, das ist richtig, aber es kann nicht jeder machen. Und ich habe auch die Befürchtung, dass irgendwann in 2-3 Jahren wirklich sehr viele gebrauchte Geräte auf dem Markt sind, eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, was natürlich wieder ein Vorteil für uns ist, weil wir dann günstig Automaten einkaufen, die das überlebt haben, die Welle, und damit richtig gute Plätze haben und richtig Umsatz gemacht haben, weil das ist ja auch wichtig, einer der Ersten zu sein, um die besten Plätze zu sichern. Wenn du mal da bist, kommst du nicht mehr weg, außer du verboxst es halt mit deinem Vermieter. Ja. Und deswegen. Und dann wird man so eine richtig Hochkonjunktur dann auch erleben, wenn man die Geräte wirklich mit 2.000, 3.000, 4.000 Euro günstiger einkauft. Da kann man sich gleich 3 Stück kaufen, im Preis von 2, sind zwar gebraucht, aber 2-3 Jahre macht bei so einem Gerät nichts aus. Ja, zur Feier des Tages heute, wir waren genau heute vor einem Jahr bei den Hohenloher Verkaufsautomaten, hier Daniel und Alex, schöne Grüße an euch. Da hat unsere Geschichte begonnen, dann haben wir uns erst Gedanken zu Hause gemacht, irgendwann die Geräte bestellt und dann erst aufgestellt. Ja, also alles mit der Ruhe, nichts zu überstürzen, macht euch zuerst Gedanken. Und in Ahlfeld angekommen, der Automat, bombastisch, ich liebe den einfach. Ja, wollte ich mit einem Thema auf jeden Fall aufräumen, jetzt am Ende vom Video. Ja, da gab es ja auch in Discord Beschwerden von wegen Snackparty wird bei den Hohenlohren bevorzugt und so weiter. Auch wenn das so wäre, wäre das ja unser gutes Recht, da wir Exklusivpartner sind von den Hohenlohren. Aber nein, das ist nicht so. Wir waren auch ziemlich stinkig und sauer auch auf die Jungs, weil wir nicht bevorzugt werden. Der Unterschied ist, weil alle sagen, der kriegt immer wieder Automaten. Ja, aber es liegt daran, dass wir monatlich einen Automat bestellen. Ne? Ihr habt nie gefragt, oder es hat nie einer gefragt, wann habt ihr die bestellt, sondern nur, warum hat er wieder einen Automat? Also so wie die anderen haben wir irgendwann bestellt und kommen dann in die Warteliste. Ne? Und nach Geldeingang müssen wir halt unsere 2-3 Monate warten, bis der Automat kommt. 2 Stück haben wir ja bestellt, das erwähne ich schon die ganze Zeit. Und wir warten ja trotzdem drauf, ne? Weil da gab es ja die Aussage, das geht ja nicht, weil würde ich jetzt jemanden den Automaten wegnehmen, dafür euch geben, also Snackparte, ne, dann ist es so, dann müsste der eine Nachricht kriegen, oh, dein Automat dauert jetzt nochmal 3 Monate länger, ne, weil wir den bekommen haben. Also wirklich, die Reihenfolge wird eingehalten und damit wollte ich einfach mal aufräumen, bevor da irgendwelche Unruhe, sage ich mal, in unserem Discord-Channel herrscht. Und wir wollen ja eigentlich eine offene Plattform für alle schaffen, das haben wir auch geschafft. Wir haben ja auch Mitbewerber von den Hohenlohren zugelassen im Discord-Channel. Ne, der ein oder andere weiß es, die helfen auch, sind auch, sag ich mal, eine Bereicherung für die ganze Community. Natürlich wissen wir auch, dass sie da drin sind, nicht nur um zu helfen, sondern wirklich auch ein paar Kunden abzugreifen. Aber damit müssen wir leben, deswegen wollten wir eine offene Plattform. Es wäre jetzt unfair zu sagen, pass mal auf,
euch löschen wir, weil es ist nur die Snack-Farben-Community. Wir sind nicht so besitzergreifend, die anderen vielleicht schon, nur ich, alles ich und kein anderer. Nein, wir sind nicht so. Wir erlauben es auch wirklich Mitbewerbern damit rein und zu helfen und natürlich ein paar Kunden abzugreifen. Das ist schon bewusst. Wir schaffen es ja anhand von den Lieferzeiten ja gar nicht, alle zu bedienen. Und so viele Leute, die gerade mit dem System anfangen wollen, die brauchen natürlich auch andere Händler. Ne? Deswegen, also, grüße ich euch, ihr wisst Bescheid. Ihr dürft weiterhin fleißig posten. Vielen Dank auch für den Mehrwert, den ihr uns bietet. Und deshalb sagen wir immer dazu, leben und leben lassen. Ne? Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Snackpate, macht's gut. Da hinten haben wir einen Langostand. Da laufe ich jetzt hin und hole ein paar Langos für zu Hause. Wir wollen ja auch ein bisschen was von dem Sonntag haben. Macht's gut, bis dahin. Euer Snackpate. Ciao, ciao.